Der 7-jährige Nick muss in einer Pflegefamilie leben. Das Jugendamt glaubt, dass seine Eltern Ella und Erik Oslowski sich nicht richtig um ihn kümmern können, denn die beiden haben eine Lese-Rechtschreibschwäche. Dabei lieben sie ihren Sohn über alles und werden im Alltag von Ellas Mutter Inge Lehmann unterstützt. Wenn du hier drückst, dann nimmst, und hier, dann nimmst du die Wurzel aus. Einer jetzt auch noch eine Wurzel? Was hat denn bitte schön eine Wurzel mit dem Rechnen zu tun, Mensch? Das kann's doch nicht sein. Vielleicht hat Nick es wirklich besser da, wo er jetzt ist, bei seinen Eltern. Nein, die können wenigstens was beibringen. Süße. Dann wird er Anwalt oder was anderes. Was soll er denn Anwalt werden oder was anderes? Wichtig ist doch, dass ihr... Ich kann ihm nichts beibringen. Ach, natürlich, das schaffen wir. Und guck mal, ihr seid so gute, herzensgute Menschen. Ihr liebt den Nick von ganzem Herzen. Ihr seid für ihn da. Er kann es doch gar nicht besser haben. Und Nick möchte auch hier bleiben. Der möchte bei euch bleiben. Und Erik ist ein liebevoller Vater. Du bist eine liebevolle Mutter. Das ist doch... Mehr kann man doch nicht erwarten. Ja, aber du siehst es doch. Ich finde es sowieso ein Skandal, dass sie euch den Nick weggenommen haben. Also ich verstehe es überhaupt nicht. Wie kann man denn Schulnoten über einen liebevollen Umgang gleichsetzen? Das verstehe ich nicht. Das gibt's doch einfach nicht. Ich kann mich da aufregen, noch und nöcher. Ja, aber gut, ihr habt ja jetzt einen Anwalt. Der wird das alles regeln. Und ich denke mal, der kriegt das hin und dann seid ihr auch bald wieder zu dritt vereint und dann könnt ihr euch... Oder zu viert, ne Schatz? Zu viert? Mhm. Du kriegst ein Baby? Yep. Okay. Was heißt ich? Ihr kriegt ein Baby? Ja. Ja, ich werde wieder Oma? Genau das. Mhm. Ja, ich werde wieder Oma, wie schön. Ach, das kriegen wir alles hin, das ist doch toll, ihr süßen Frau, ich freue mich. Ja, das kam schon sehr plötzlich, als das Jugendamt vor 6 Wochen gesagt hat, dass mein Enkel nicht mehr hier wohnen soll. Ich kann es gar nicht verstehen. Ja, die Kinder sind etwas besonders. Sie sind ein bisschen langsam, aber es sind herzensgute Menschen. Anständig, liebevoll. Ich könnte mir keine besseren Eltern vorstellen. Und ich hoffe, dass der Anwalt das richten kann. Dass der Nick wieder zu seinen Eltern kann. Und ich helfe ja, wo ich kann, aber ich hätte ihn auch gerne genommen. Aber ich bin krank, ich hab's am Herzen. Und das geht leider nicht. Aber ich hoffe, es wird. Rechtsanwalt Niklas Dittberner kämpft für die Oslowskis. Er sucht mit Ella und Erik schon am nächsten Tag Cornelia Schulz auf, die zuständige Jugendamtmitarbeiterin. Der Jurist ist überzeugt, seine Mandanten waren sich niemals im Klaren, dass sie Nick zu Pflegeeltern geben. Das ist wieder der Antrag. Ja. Na, und Sie haben beide unterschrieben. Ach, der Antrag, den sagt Ihnen was, ja? Was haben Sie schon mal gesehen? Oder? Ja. Also passen Sie mal auf, es ist so, diese beiden Herrschaften hier sind Legastheniker. Und die haben schon Schwierigkeiten, das überhaupt zu lesen, also das zu verstehen. Und ich denke auch, dass denen inhaltlich nicht so ganz klar ist, was da passiert ist. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Wir sind doch das stundenlang miteinander durchgegangen. Ich habe Ihnen alles ganz genau erklärt. Ja, ich verstehe jetzt nicht, was hier das Problem ist. Also das zeigt für mich auch, dass Sie gar nicht in der Lage sind, eigenverantwortlich Ihr Kind zu betreuen bzw. zu erziehen. Naja, also immer langsam. Also manchmal kommen einem ja Minuten auch vor wie Stunden. Und manche Sachverhalte sind wirklich außerordentlich komplex. Und da hat man vielleicht auch mal Schwierigkeiten, das zu verstehen. Was für mich ehrlich gesagt viel interessanter ist, ist die Frage, warum das Jugendamt so eine weitreichende Maßnahme ergriffen hat. Ich meine, normalerweise kann man doch mit ambulanten Maßnahmen arbeiten, Ganztagesschule, 5-Tageseinrichtung. Warum muss man das Kind gleich komplett in eine Pflegefamilie geben? Also ich habe das den beiden wirklich alles erklärt und sie haben alles abgelehnt. Nein, haben sie überhaupt nicht. Das ist gar nichts von wahr. Nein. Das stimmt doch gar nicht, Oslowski. Also wenn er sagt, dass sie ihm das nicht geschildert haben, dann glaube ich meinem Mandanten. Nee, muss ich ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall diesen Antrag zurückziehen und ich werde auch im Rechtswege, wenn das sein muss, den Anspruch auf Herausgabe des Kindes durchsetzen müssen. Ich meine, ich hoffe, das bleibt uns erspart, weil ehrlich gesagt hatte ich ja die Hoffnung, dass das Jugendamt so ein bisschen kooperativer ist und das nicht so eskalieren lässt. Also ich meine, das hier, das war ein Fehler. Und außerdem lasse ich
mir mein Kind nicht auch noch wegnehmen, mein Baby. Wie bitte? Sie kommen ja jetzt schon nicht klar. Also, haben Sie überhaupt kein Verantwortungsgefühl? Das kann nicht wahr sein. Also, passen Sie auf, was Sie sagen, das geht vielleicht ein bisschen weit, aber ich denke, wir sollten mal ganz kurz darüber in Ruhe sprechen. Das ist mir jetzt auch neu. Wir gehen erstmal und. Aber das könnten Sie mir noch mal zufaxen, ne? Das mache ich. Ich melde mich auch immer bei Ihnen telefonisch und dann. Ja, na klar, kein Problem. Gut. Ja, das sind ja Neuigkeiten. Also, ich hoffe wirklich, wir einigen uns vorher in irgendeiner Form. Ja, wir versuchen es, ne? Frau Ossowski, tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Inge. Wie ist gelaufen? Sarah, erzähl. Ja. Alles gut? Ja. Hallo, Inge. Hi. Und wie ist gelaufen? Gut? Naja, also ich muss mal sagen, das mit dem Baby, das hätten Sie mir mal erzählen können. Das ist nicht so ganz unrelevant. Also ich meine, es ist nicht irrelevant. Verstehen Sie das? Habt ihr das nicht gesagt? Habe ich doch extra gesagt. Na, oh. Ja, Inge. Mensch, Lehmann. Dick Berner, hallo. Hallo, ich bin die Mama. Schwiegermutter. Ah, ja. Ja. Oh. Mensch, ja. Also das ist ja wirklich, warum hast du das dann nicht gesagt? Also, passen Sie mal auf, ich werde auf jeden Fall erstmal diesen Antrag stellen, auf Herausgabe des Kindes, ja. Und das Jugendamt wird jedenfalls, davon gehe ich zumindest aus, nach dem, was die Dame erzählt hat und auf wie ich sie einschätze, einen Antrag auf eine Ergänzungspflegschaft stellen. Das heißt, sie werden Ihnen auf der einen Seite das Aufenthaltsbestimmungsrecht entziehen wollen und zum anderen eben auch eine Hilfe zur Erziehung zur Seite stellen und das Ganze wird dann aber glücklicherweise vor Gericht entschieden, das ist ja klar, nicht? Das heißt, es wird also auch ein Sachverständigenbeweis erhoben werden, es wird ein familienpsychologisches Gutachten eingeholt, man guckt sie an und guckt, ob sie in der Lage sind, für das Kind zu sorgen und dann schon mal weiter. Siehst du? Ja, aber Herr Dietmänner, diese Leute meinen doch da innen drin, wir sind nicht in der Lage, ein Kind zu erziehen, ja. Um Kinder rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Zweck hat, was wir hier machen. Also ehrlich gesagt, ich kann es auch nicht abschließend beurteilen, aber es hat sich noch nie jemand damit wirklich auseinandergesetzt. Ja? Niemand, der in irgendeiner Form eine Fachkunde hat. Und es wird einen Gutachter geben. Der wird Sie in die Praxis einladen. Ein Gutachter ist auch nur ein Mensch, der kann Fehler machen, aber trotz alledem, er versucht es halt mit seiner Sachkunde. Der wird Sie zu Hause besuchen, der wird Sie angucken, wie Sie Ihren Haushalt erledigen, was Sie für ein Leben, für mal ganz ehrlich, also Sie schaffen es doch auch, einen Haushalt zu führen, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, wir kochen immer frisch für den Kleinen. Er hat sein Zimmer da, er hat immer saubere Klamotten an. Ja. Also warum nicht? Ja, also ich habe das jetzt so ein bisschen runtergespielt, weil das ist natürlich schon ein Thema, dass sie dem Jugendamt verschwiegen haben, dass da ein zweites Baby auf dem Weg ist. Denn eins ist klar, ich meine, die schaffen das nicht alleine. Schon mit einem Kind schaffen die das nicht allein, das ist mir auch klar. Ja? Die brauchen eine Form von Betreuung und wenn dann ein zweites Kind dazukommt, dann macht es das Ganze noch umso problematischer. Also ich hoffe einfach, dass sich kreuzt letzten Endes nicht mal den Plänen, das Kind zurück in die Familie zu holen. Come back to me. Doch die Befürchtung des Anwalts tritt ein. Nick muss erst einmal bei der Pflegefamilie bleiben. Drei Wochen später soll ein Gutachter die Lebensumstände der Oslowskis für das Jugendamt beurteilen. Vor dem Besuch haben Ella und Erik gemischte Gefühle. Weißt du was? Was? Ich hab schon ein bisschen Angst vor dem Termin gleich. Ach, ist ein guter Gutachter. Unser Anwalt hat gesagt, ist der Beste. Ja, aber Termine mit solchen Leuten, weißt du selber, ist nicht immer so toll. Ich weiß, aber wir haben Nick bald wieder zu Hause und dann ist alles wieder in grünem Bereich. Ich vermisse ihn so sehr. Das ich weiß, so geht's mir nicht anders, Schatz. Aber warte ab, der ist bald wieder hier. Och, gehst du hin? Ich mach das schon sauber. Guten Tag. Polizei. Guten Tag. Polizei? Ja, die Polizei. Sind Sie der Herr Oslowski? Ja, ich bin der Herr Oslowski. Prima. Ist Ihre Frau Ella auch zugegen? Die ist auch da, ja. Ja, gut. Dann holen Sie sie mal. Dann hole ich sie mal eben. Ja, kleinen Moment bitte. Ella, Schatz? Ja? Kommst du mit die Polizei? Polizei? Wie die Polizei? Keine Ahnung. Wir haben doch jemand anders erwartet. Hallo. Ja, guten Tag. Gegen Sie liegt eine Anzeige wegen Körperverletzung vor und wir müssen Sie jetzt mitnehmen zur Dienststelle. Eine Anzeige? Ja. Wir können nicht. Wir haben gleich einen ganz wichtigen Termin. Wir hätten jetzt eigentlich jemand anders erwartet als Sie. Ja, und außerdem habe ich einen ganz guten Anwalt. Ja, das ist ganz prima. Den Anwalt können Sie auch gleich anrufen. Ja. Also Sie begleiten uns jetzt bitte zur Dienststelle. Dort werden Sie vernommen und Ihren Anwalt können Sie dorthin bestellen. Ja gut, dann rufe ich Ihren meinen Anwalt an und dann kommen wir mit. Bitte. Okay. Schatz, wir haben jemanden verletzt. Was ist da denn los? Keine Ahnung, lass es mal mitgehen und ich rufe den an.
Bei uns wurde eine anonyme Anzeige erstattet wegen Körperverletzung. Bei dem Geschädigten handelt es sich um Nick Oslowski, dem 7-jährigen Sohn der Eltern Ella und Erik Oslowski. Die nehmen wir jetzt auch beide mit zur Vernehmung zur Dienststelle. Und alles weitere werden die Ermittlungen zeigen. Eine halbe Stunde später trifft der alarmierte Anwalt auf der Polizeidienststelle ein. Niklas Dittberners Mandanten sind völlig außer sich. Die beiden haben große Angst um ihren Sohn und sind empört, weil die Beamten ihnen eine solch schwere Gewalttat unterstellen. Die behaupten, dass wir unseren Sohn geschlagen hätten. Ja. Ey, und wer behauptet das, wenn ich fragen darf? Naja, wir haben eine anonyme Anzeige bekommen. Der müssen wir auch nachgehen. Also. Ja, ja. Und der Junge ist jetzt schwer verletzt, oder wie ist das? Na, schwer verletzt nicht, aber wir haben ihn gestern in den Augenschein genommen in der Pause, den Nick. Der hat also von oben bis unten an den Beinen blaue Flecken. Und der bestätigt den Tatvorwurf auch selber, oder? Nö, er bestätigt das jetzt ja nicht. Er sagt, das ist beim Hockeyspielen passiert. Aber gerade Kinder in dem Alter können auch ihre Eltern in Schutz nehmen oder lügen auch ganz gerne mal. Lügen? Als wenn wir unseren Sohn sagen würden, er soll für uns lügen. Das ist doch nicht Ihr Ernst jetzt. Beruhigen Sie sich mal wieder. Hey, Dittberner, gestern war noch alles okay. Moment. Sie haben Ihren Sohn gestern gesehen? Das ist ja interessant. Na gut, damit bestätigt uns ja, dass Sie gestern sich gesehen haben und dass halt vielleicht doch die Körperverletzung doch was dran ist. Körperverletzung? Ja, das ist eine Körperverletzung, das ist eine Kindesmisshandlung. Nein, also, Kindesmisshandlung! Jetzt passen wir mal auf. Nein, machen wir nicht! Frau Oslowski, jetzt kommen Sie mal runter, wir beenden das Ganze hier. Ja. Ist jetzt noch ein bisschen besser. Nehmen Sie einfach Ihre Mandanten jetzt mal mit und dann haben wir hier wieder Ruhe. Schweigen, wobei wir, glaube ich, alle wissen, dass an der Sache nichts dran ist. Die blauen Flecken sind vorhanden, das lässt sich ja nicht weglügen. Ja, ja, richtig. Kindesmisshandlung. Ja, aber nicht vorne. Das kann ich angehen. Sie hören mir jetzt mal zu. Sie hören mir jetzt mal zu. Sie hören mir jetzt mal zu. Ich verstehe Ihre Aufregung, ja? Aber dieses Ermittlungsverfahren wird mangels Tatverdachts eingestellt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Verstehen Sie mich? Das ist nicht ganz sicher. Ich bin mir da todsicher. Ich hoffe es. Es gibt einen anonymen Zeugen, das heißt, es gibt gar keinen Zeugen. Das Opfer, nämlich Ihr Sohn, bestreitet die Tat. Sie haben kein Geständnis abgelegt. Und diese blauen Flecken können sonst woher kommen. Das heißt nicht, dass Sie es gemacht haben. Es wird auf jeden Fall eingestellt. Es ist ein lächerlich. Ich habe Angst, dass wir unseren Sohn nie wiedersehen, Herr Dittberner. Das ich habe ja gesagt, Problem Sie müssen keine Sache. Angst haben. Wir lieben unseren Kind. Wovor ich nur Angst habe, ist, dass Sie jetzt anfangen, irgendwelchen Unsinn zu machen. Das machen Sie bitte nicht. Machen wir nicht. Ja? Und vor allem reden Sie auch nicht mehr mit der Polizei, weil die sind nicht immer Ihr Freund und Helfer. Das haben Sie gerade gesagt. Das haben wir gemerkt. So, jetzt geht's weiter. Alles klar. Ja? Also das ist natürlich klar, ein Strafverfahren können diese Eheleute Oslowski jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das regt die furchtbar auf und ich kann das auch verstehen. Aber ehrlich gesagt bereitet mir das am wenigsten Probleme, denn ich weiß, die Beweislage, die ist so schlecht, das reicht nie und nimmer für eine Verurteilung. Das wird eingestellt. Viel interessanter ist eigentlich die Frage, wer hat diese Strafanzeige erstattet? Wer hat einen Vorteil von dieser Strafanzeige? Und ehrlich gesagt, habe ich da einen Verdacht. Entgegen ihres Versprechens halten sich Ella und Erik Oslowski nicht zurück. Im Gegenteil, aus Furcht, ihren Sohn endgültig zu verlieren, fassen sie kurz entschlossen den Plan abzuhauen. Zu Hause packen die beiden das Nötigste zusammen und wollen Nick dann heimlich bei seinen Pflegeeltern abholen. Ist das nicht der? Ja, das ist der Pflegevater. Ja. Der hat uns nicht gesehen. Okay. Komm raus, jetzt weg. Ja, komm raus. Guck, ob einer kommt. Jetzt nochmal. Und? Da! Da ist er! Hast du gesehen? Ja. Gleich können wir ihn schnappen und abbauen. Ja, aber auf jeden Fall müssen wir aufpassen, dass die Pflegemutter uns nicht sieht. Bestimmt, die Pflegemutter. Ne? Das ist ganz wichtig. Guckst du da, ob die guckt? Ja, ich guck. Ne, ist keiner zu sehen. Keiner? Und wo ist er denn? Ich weiß es nicht. Da kommt er. Da ist er leider. Hey, mein Schatz. Hey, mein Großer, alles gut? Komm. Komm, lass uns gehen. Lass uns gehen. Hast du alles? Ja. So, hör mal, ich hab gehört, du hast überall blaue Flecken. Hat dich einer geschlagen? Nein, das kommt nicht von blöden Hockeyspielen. Da kriegt man manchmal einen Schläger oder einen Ball ab. Okay. Er hat mir das auch schon gefragt. Mhm. Sag mal, die erzählen, dass wir dich schlagen würden. Aber sowas würden wir doch nie tun, oder? Ja, siehst du, meine ich nämlich auch. Ja. Sag mal, hast du Lust auf eine Currywurst, wollen wir ein Essen gehen? Siehst du, jetzt lassen wir dich nie wieder allein. Super. Komm.
Irgendjemand will, dass wir Nick nicht wiederbekommen. Aber das lasse ich nicht zu. Jetzt gehen wir erstmal eine Currywurst essen. Dann fahren wir schön ans Meer, da hat es uns immer so gut gefallen. Und dann kann uns niemand mehr den Lütschen wegnehmen. So, komm, lass uns los. Bevor es für die Oslowskis ans Meer gehen soll, besorgen Ella und Erik wie versprochen noch einen Imbiss. Ihren Sohn Nick lassen sie derweil auf einem nahegelegenen Spielplatz. Doch als die Eltern zurückkommen, erleben sie den schlimmsten Schock ihres Lebens. Moment. Der Nick ist nicht mehr da. Wir haben ihm doch gesagt, er soll da draufbleiben, auf der Bank warten, oder das, nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Wo Nick? Ist er denn hin? Nick, Mensch, wo bist du denn? Nick! Wir haben hier das Essen! Nick! Nick! Wo bist du? Das kann nicht sein, der kann nicht weg sein. Wo soll der denn hin, Mensch? Ja, vielleicht die Polizei, nur das Jugendamt. Du weißt ja was, ich rufe einen Anwalt an. Nein, das machst du jetzt nicht. Der hat, wir hätten ihn gar nicht haben dürfen. Doch, wir rufen ihn an. Doch, der kann uns helfen, doch. Nick! Wo bist du? Nick! Nick! Och, Mailbox. Oh. Der ist nicht. Ja, Erik Oslowski, ja, uns ist der Nick, abhandengekommen. Der ist weg. Rufen Sie mich mal ganz schnell zurück. Du, und? Mailbox. Das kann nicht sein. Spielplatz. Da geh ich gucken. Genau, geh du dahin. Genau, okay, alles klar. Nick! Panisch suchen die jungen Eltern jeden Winkel des Spielplatzes ab. Durchkämmen die gesamte Umgebung. Rufen aus Leibeskräften immer wieder den Namen ihres Sohnes. Nichts. Mutter Ella wird mit jeder Minute, die vergeht, verzweifelter. Und auch ihr Mann Erik weiß so langsam weder ein noch aus. Denn von Nick fehlt jede Spur. Ich hab überall gesucht. Ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Er ist auch nicht auf dem Spielplatz. Mensch, ich mache mir so eine Sorgen. Er kann doch nicht einfach weg sein. Wenn ihm was passiert ist. Wir hätten Nick nicht mitnehmen dürfen. Wir haben alles schlimmer gemacht. Jetzt haben wir ihn vielleicht für immer verloren. Das hätten wir einfach nicht tun dürfen. Das war, glaube ich, der größte Fehler, den wir hätten machen können. Das hätte nicht sein dürfen. Jetzt ist er weg und ich weiß Ella und Erik Oslowski sind wegen ihrer Legasthenie keine guten Eltern für Sohn Nick, glaubt dessen Lehrerin Bianca Tissen. Doch die will der Siebenjährige nun vom Gegenteil überzeugen. Niklas Dittberner bekommt das Gespräch zufällig mit, weil er einen Termin mit der Lehrerin hat. Mir geht's gut, meine Eltern sind toll, die blau. Und sie sagen die ganze Zeit, dass ich blaue Flecken habe, weil meine Eltern mich schlagen. Aber das stimmt nicht. Das kommt alles von Hockeyspielen. Ich habe das so nicht gesagt. Und ich habe lediglich mit der Polizei geredet und die darüber benachrichtigt. Manchmal müssen erwachsene Leute mit der Polizei reden, wenn sie sich Sorgen machen um die Kinder. Na, sie haben es doch gesagt. Ja, aber nicht so. Ich habe einfach mal... Frau Thyssen, hallo. Ich habe das gerade mitbekommen. Also das mit der Polizei... Wenn Sie sogar von ihm wissen, dass das vom Hockeyspielen kommt, war die ja Anzeige nicht so kommt von ihm, nein, Sie sind über das Ziel hinausgeschossen, Frau Thyssen. Mal ganz ehrlich, das ist eine falsche Verdächtigung gewesen. Das ist Merken doch, Sie das nicht? Das ist doch meine Aufgabe als nicht jetzt nicht. Das ist meine Aufgabe als Pädagogin, mich um Nick zu kümmern, wenn ich meine Bedenken habe. Nee. Ich musste doch jemanden benachrichtigen. Sie können sich nicht um ein Kind kümmern, indem Sie falsche Tatsachen in die Welt setzen. Und das gegenüber der Polizei. Das geht ganz und gar nicht. Was für ein Film hast du ernst? Ich wollte doch nur das Beste. Nick, wieso hast du überhaupt ein Handy? Gucken Sie sich das mal an. Das ist Nick zu Hause mit seiner Familie. Mit den Eltern, die Sie so verteufeln. Das ist eine intakte Familie. Kann doch jeder vorspielen. Was heißt, es kann jeder vorspielen? Sie sehen doch, was soll denn der Quatsch? Sie sehen doch, das ist eine normale, spontane Aufnahme. Der Junge ist in dieser Familie gut aufgehoben. Das ist Geborgenheit. Ich habe das doch nur gut gemeint für Nick. Aber es war nicht gut. Es ist nicht gut. Ja, wissen, da geht es nicht um Bildungsniveau oder Intelligenzquotienten, da geht es um Geborgenheit. Ja, aber das konnte ich nicht wissen. Das kann man ja jetzt auch vortäuschen. Also ich hatte wirklich meine Gründe. Wollen Sie mir gerade sagen, dass das hier vorgetäuscht ist? Weiß man ja nicht. Merken Sie noch was? Es tut mir leid, ich bin wohl übers Ziel hinausgeschossen.
Ja. Ich muss mich wohl entschuldigen. Sie sind definitiv übers Ziel hinausgeschossen, richtig? Hab's ja verstanden. Nick, wir gehen jetzt aus dieser Schule raus und gehen zur Familie, oder? Komm mit. Tschüss, Frau Thyssen. Sie hören von mir. Ich kann doch auch nur so handeln, wie ich es für richtig halte. Ich gucke halt lieber einmal zu oft hin, als einmal zu wenig. Ich bin immer noch der Meinung, dass Nick bei den Pflegeeltern bestimmt eine bessere Zukunft hätte. Aber darum geht es wohl nicht. Er liebt seine Eltern, Nick wird seinen Weg finden. Fünf Wochen später entscheidet das Familiengericht dank Anwalt Niklas Littberner zugunsten der Oslowskis. Überglücklich dürfen die Eltern Ella und Erik ihren Sohn Nick wieder nach Hause holen. Auch Oma Inge ist erleichtert. Jugendamtmitarbeiterin Cornelia Schulz will die Familie in Zukunft unterstützen. Herr Oslowski, wir werden dann die nächsten Tage die ambulante Hilfe für Sie einleiten und eine geeignete Pflegehelferin für Sie organisieren. Ja, super, auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön. Ja, alles Gute. Ja. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Tschüss, Nick. Machen Sie es gut, ja? Tschüss. Tschüss. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich bedanke mich jetzt schon mal. Ohne Sie hätten wir das echt nicht geschafft. Sie waren uns eine große, große Hilfe. Wirklich. Auf jeden Fall. Danke. Herr Littberner, ich muss mich auch noch mal bedanken. Dankeschön. Oh, schön. Ja. Es freut mich auch total, euch kennengelernt zu haben. Allen Ernstes, es war eine sehr schöne Erfahrung. Und jetzt müssen Sie bitte, bitte auch ein bisschen an sich arbeiten. Lernen Sie rechnen, lesen, schreiben. Auf jeden Fall. Dass er den Kleinen das beibringt, sonst musst du denen das beibringen. Und so soll es ja nicht sein. Noch mit aufpassen. Die sind fleißig, die werden das machen. Ja. Ich helfe ihnen, ich unterstütze ihn. Ne? Und du auch. Also ich würde mich verabschieden. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Los. Kommen Sie gut nach Hause. Tschüss, kleiner Mann. Nee, ich komme nach. Ne? Ich muss noch zum Friseur eben. Wir sehen uns dann. Okay, ne? Dann sehen uns. Alles klar, bis dann. Tschüss. Okay. Ne? Tschüss, mach's gut. Ciao. Bis nachher. Tschüss. So, mein Großer. Dann komm, dann wollen wir mal, ne? Machen wir los. Ja. Jetzt ist die Familie wieder vereint und ich bin so froh, dass uns das gelungen ist. Wenn ich überlege, wie sauer ich war, als dieser kleine Junge mir diesen Taschenrechner dazu gesteckt hat. Und jetzt konnte ich in den letzten Wochen so eine besondere, liebenswerte Familie kennenlernen. Und ich bin mir todsicher, dass sie das alle zusammen schaffen werden. Ich meine, die Unterstützung vom Jugendamt und von der Sozialarbeiterin oder dem Sozialarbeiter, die wird denen gut tun. Und diese Familie hat es verdient, dass man sie mit Respekt behandelt. Zwei Monate vergehen, in denen die wiedervereinte Familie glücklicher ist denn je. Mehrmals die Woche sieht eine Familienpflegerin nach dem Rechten und hilft den Oslowskis, ihr Leben mit der Legasthenie zu meistern. Ella und Erik arbeiten nun fleißig daran, ihre Leserechtschreibschwäche zu verbessern.